Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich habe ich was ganz anderes geplant. Gestern kam Teil 1 der Shiny Celebi Forschung auf meinem Kanal. Habe ich gedacht, teile ich das auf. Es sind 4 Kapitel, Kapitel 1 und 2 machst du in einem Video, Kapitel 3 und 4 machst du in einem anderen Video. Aber wie denn ohne Rocket-Ballon bzw. ohne Mauzi-Ballon? Ich habe gesehen in den Gruppen, viele von euch haben dasselbe Problem, überall die Frage, wo kriege ich so einen komischen Mauzi-Ballon her, wie komme ich an den Mauzi-Ballon, wo ist denn der Mauzi-Ballon? Andere posten fröhliche Celebi und schreiben, ja, ist ja nichts Besonderes, hat doch jeder. Nee, ohne Mauzi auch kein Celebi. Jetzt habe ich gestern Abend um 0 Uhr, nachdem ich Geschenke gemacht habe, habe ich gestern Abend 0 Uhr meinen ersten Mauzi-Ballon bekommen. Habe gedacht, okay, jetzt passt's. Von 6 bis 12 machst du einfach den zweiten im Video. Bin aufgestanden, nichts. 12 Uhr, ich bin dann später einkaufen gegangen, bin 14 Uhr in die App, hab gedacht, jetzt 14 Uhr, jetzt muss der von 12 Uhr da sein. Und was war? Es kam ein schwarzer Rüpel. Nein, es kam kein Rocket Boss. Der Radar war weg, den habe ich extra verbraucht gehabt, schon am Tag vorher. Ich habe keinen Radar gehabt, deswegen kam kein Boss. Aber es kam ein normaler Rüpel. Jetzt konnte ich das Video heute nicht fertig machen. Jetzt kann ich das Video nicht hochhauen. Deswegen habe ich mir überlegt, ganz spontan, wir hauen einfach wieder ein Gewinnspiel raus, weil Dienstag ist, wir müssen das alles verschieben, weil Dienstag ist, neues Gewinnspiel. Heute Abend ist Spotlight-Stunde mit Pikachu, diesem shiny Forscher Pikachu, und ihr habt gesagt, bitte Ramses, mach keine regionalen, bitte Ramses, mach Shiny. Ihr wolltet ein Shiny, ihr bekommt ein Shiny ausnahmsweise, weil es zum Thema passt, weil es trotzdem auch zum Shiny Celebi Event passt. Ich hätte ja auch Shiny Celebi verlosen können, aber das kann man ja nicht tauschen und das kriegt ja eh jeder. Wir verlosen also ein Shiny Forscher Pikachu und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, schreibt einen Kommentar wieder unter dieses Video mit dem Hashtag ShinyForscherPikachu zusammengeschrieben, das S von Shiny bitte groß, das F von Forscher bitte groß, das P von Pikachu bitte groß. Alles zusammengeschrieben, aber die Anfangsbuchstaben groß, ansonsten ShinyForscherPikachu plus schreibt auch euren Trainernamen dazu, schreibt euren Trainercode dazu und einen Infotext, ob ihr schon ein Shiny Pikachu habt, egal welches. Also da zählt jedes rein, alles was es bisher bei Events gab. Oder ob ihr noch gar keins habt und das euer erstes Shiny Pikachu wäre. Das ist wichtig für den Tausch, denn danach entscheidet sich ja, ob das jetzt 20.000 kostet oder 80.000 oder 1 Million oder wie auch immer, ob wir leveln müssen, ob wir das einfach so direkt rausgeben können. Eigentlich müsste schon jeder aus jedem Event irgendwo ein Forscher Pikachu, ein Shiny Pikachu haben. Nicht das Forscher, das gibt es ja erst jetzt. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die neu dabei sind, noch gar keinen Pikachu haben. Deswegen heute Abend in der Spotlight-Stunde habt ihr die Möglichkeit, so ein Shiny Forscher Pikachu zu bekommen. Wer keins bekommt, kann eins gewinnen. Wir geben eins raus, das ist kein Problem. Hashtag ShinyForscherPikachu, Trainercode, Trainername und einen Infotext, ob ihr schon ein Shiny Pikachu habt, ob das euer erstes Shiny Pikachu wäre. Und wenn ihr so gütig seid, könnt ihr natürlich doch dazu schreiben, welches Shiny Pikachu ihr habt. Also wenn ihr schreibt, jo, ich habe schon eins, aber das fehlt mir noch, könnt ihr schreiben, welches ihr habt, ja? Das ist alles kein Problem. Achso, ich wollte es euch auch nochmal zeigen, wie das aussieht. Darum geht es ja also. Das ist das Shiny Forscher Pikachu. Guckt es euch an. So sieht das aus. Ist Glitzer. Das habe ich auch als Bodyguard drin, um die Leute zu ärgern. Shiny Forscher Pikachu auf euren Nacken. Könnt ihr mitnehmen. Jetzt muss ich hier mal gucken. Da ist auch klar. Ich war die ganze Zeit auf Geronimats Raids. Und jetzt geht ja auch ein Pikachu Raid auf. Aber gut, den brauche ich nicht machen. Ich warte natürlich auf Geronimats Raids. Das braucht man nicht machen, das könnt ihr machen, wenn ihr noch sucht. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Macht das mit dem Hashtag richtig, schreibt den Text richtig und so weiter. Auflösung ist wie immer am Montag. Montag 20 Uhr, Chill mit Ramses. Beginn der Stream mit der Verlosung und die Verlosung Punkt 21 Uhr, ja. Kommt rein, Punkt 21 Uhr am Montag, Chill mit Ramses. Haben wir gestern auch so gemacht.
und ihr müsst bei der Verlosung anwesend sein. Das ist ganz wichtig. Wir haben gestern etliche gezogen, die waren nicht da oder keiner kannte die. Und dann haben wir weitergezogen, bis derjenige wirklich da war und auch sagen kann, wo der mich anschreibt und wie das weitergeht. Das aber alle Infos jetzt. Guckt euch das Video wieder ganz an. Schreibt die Hashtags rein. Wir sehen uns heute Abend in der Spotlight-Stunde. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.